Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und Marvin Stefaniak. Trainer, wie fällt dein Rückblick auf die Trainingswoche aus? Musst du irgendwelche verletzten Spieler beklagen? Nein, muss ich nicht. Weder vom Training noch vom Future-Team-Spiel. Alle haben es gesund überstanden. War zwar, wie ich eigentlich schon am Samstag auch gesagt habe, so ein bisschen auseinandergerissene Woche. Wir haben noch nicht einmal komplett trainieren können, das werden wir dann morgen machen. Und trotzdem muss ich sagen, es war für die, die am Dienstag gespielt haben, ein guter Test. Wir haben wieder größtenteils 19 Minuten Wettkampfpraxis, was nicht zu unterschätzen ist. Hätten natürlich auch dort gerne gewonnen, aber so wie das Spiel gelaufen ist, muss man sagen, kann man auch da vom Einsatz her recht zufrieden sein. Hansa Rostock ist mit 6 Unentschieden seit 6 Spielen ungeschlagen. Was erwartest du für einen Gegner am Samstag in Rostock? Ja, es wird vor allen Dingen, weil es auch auswärts ist, ein richtig schweres Spiel. Für Rostock stellt sich vielleicht die Frage, Glas halb voll oder halb leer. 6-mal Unentschieden bedeutet 6-mal nicht verloren, aber auch 6-mal nicht gewonnen. Ich sage, für mich ist das Glas halb voll, weil wir auf einen Gegner treffen, der 6-mal hintereinander nicht verloren hat. Und so ähnlich wie Stuttgart und Aalen, unsere letzten Gegner, müssen wir schon richtig wieder dran ziehen, müssen wieder bei Null starten, eine gute Leistung auf den Platz bringen und dann haben wir auch Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Von der Ostseeküste ist zu vernehmen, dass Sie uns unbedingt die erste Niederlage beibringen wollen. Spielt das irgendwie eine Rolle für dich in Vorbereitung auf das Auswärtsspiel? Naja, davon gehe ich aus und das wird in den Spielen, die jetzt kommen, sofern wir sie nicht verlieren, immer wieder aufs Neue der Fall sein. Na klar, ist da eine gewisse Brisanz. Ich weiß ja, worauf du ansprichst. Aber das war schon immer so, das wird es auch in Zukunft immer wieder geben, dass sich ein Ex-Spieler dann auch äußert, besonders heiß zu sein, die Mannschaft vielleicht auch noch ein bisschen anfeuert. Ich halte das für völlig normal und jetzt auch nichts überzogen. Das ist eine Reaktion bei einer Kampfansage, die wir natürlich auch annehmen werden. Uwe, danke dir für den Moment. Marvin, jetzt zu dir. Du hast in dieser Saison bereits 11 Torvorlagen, saisonübergreifend in 43 Drittligaspielen 25 Tore vorbereitet. Worin liegt das Geheimnis deiner vielen Torvorlagen? Guten Tag erstmal. Ich würde da kein Geheimnis draus machen. Mir gelingt zurzeit sehr viel und dass die Standards, die Ecken, die Freistöße und die Flanken, dass es so viel Torvorlagen sind und dass es mir so der Mannschaft weiterhilft, das finde ich sehr gut und freut mich sehr und versuche auch weiterhin das Beste für die Mannschaft rauszuholen und ist kein Geheimnis, mir gelingt es halt sehr gut zurzeit und ich versuche auf dem Trainingsplatz ein bisschen länger draußen zu bleiben und durch den Trainer und durch den Co-Trainer versuchen wir auch schon beim Training immer Standard zu üben und deswegen gelingen sie mir auch sehr gut zurzeit. In dieser Saison ist auffallend, dass du auf einem konstant hohen Niveau spielst. Woher beziehst du das Selbstvertrauen für deine guten Leistungen? Ich würde sagen, dass die WM damals in Neuseeland mich noch ein bisschen beflügelt und ich mit einer breiten Brust hier nach Dresden kam. Und durch den neuen Trainer, der mir sehr viel Selbstvertrauen gibt, ist das, glaube ich, auch ein bisschen noch ein anderes Ding, auf dem Platz zu stehen und das zu machen, was ich gut kann. Und das ist Fußballspielen. Und deswegen habe ich, glaube ich, zurzeit eine breite Brust und versuche, das Bestmögliche immer rauszuholen für mich, für die Mannschaft und deswegen läuft es auch so gut und stehen zurzeit sehr gut in der Tabelle. Ja, ich weiß nicht, ob er alle Spiele von uns gesehen hat. Ich glaube, dass uns nichts in den Schoß gefallen ist, dass wir vom ersten Spieltag an hier im Heimspiel gegen Stuttgart immer wieder alles dafür getan haben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und dazu gehört natürlich auch kämpfen, nur spielen. Reicht in der dritten Liga, glaube ich, gegen keinen Gegner.
Nein, ich mache ja mehr oder weniger dadurch, dass ich sage, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, wöchentlich eine Kampfansage. Das muss unser Ziel sein. Also von daher ist es für mich völlig normal, dass alle, ob es wir sind, ob es der Gegner ist, alle, die auflaufen, wollen gewinnen. Und das ist Kampfansage an sich. Nochmal, ich bewerte das gar nicht über so einen Artikel. Weiß ich nicht, wenn man alle Vereine in Deutschland mal durchgeht, die kommen, glaube ich, wöchentlich vor, dass sich einer, der gegen seinen Ex-Verein spielt, da auch dazu äußert. Ich sehe es nicht als schlimm an. Ich brauche auch keine extra Motivation durch diese Aussage. Ich weiß nicht, wie es den Spielern geht, aber ich glaube, motiviert sind sie sowieso alle. Nein, ich habe Hansa eigentlich sehr oft gesehen in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, dass sie immer eine absolute Kompaktheit haben und die Mechanismen greifen dort sehr gut, gerade im Spiel gegen den Ball. Und es ist für viele Mannschaften bisher schwierig gewesen, das zeigen auch die Ergebnisse, Hansa auszuspielen. Und da müssen wir Mittel und Wege finden, um das besser zu machen als ja, viele Mannschaften vor uns. Also Kompaktheit und auch das Spiel gegen den Ball von der Aggressivität her, das ist schon richtig gut. Na, ich weiß gar nicht, ich nehme es nicht wohlwollend zur Kenntnis. Also ich wünsche jedem Spieler, ist egal in welchem Verein oder für welchen Verein er spielt, dass er gesund bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt für einen Sportler. Von daher ist es für uns sogar vielleicht ein Stück weit schwieriger, um uns hundertprozentig auf den Gegner einzustellen, weil wir nicht wissen, wie der Carsten das dann auch kompensieren will, durch welche Spieler. Er hat noch einige Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass ist egal, wer zum Einsatz kommt, jeder 100% Einsatz zeigt und ja, auch er mit der Mannschaft versuchen wird, uns zu bezwingen. Natürlich pusht uns das alle, dass wir so eine Aussage vom Dennis hören. Wir wissen, wie Dennis ist, wie Dennis tickt und versuchen trotzdem das Bestmögliche wieder für uns rauszuholen und versuchen mit der Aussage normal umzugehen. Und versuchen, was da oben steht, den ersten Tabellenplatz weiter auszuarbeiten und mehr den Abstand zu den Gegnern vergrößern. Ich bin ein Spieler, der auch in stärkere Zweikämpfe reingeht, das ist mir, glaube ich, relativ egal und auch der Mannschaft egal. Wir versuchen das Beste rauszuholen und ich glaube, da wird keiner den Dennis sagen, hier, geh mal vorbei und mach mal ein Tor oder irgendwas anderes. Also ich denke nicht, dass da jemand mal aus dem Weg springen wird. Ja, ich wurde eingeladen, aber es wird noch hier ein bisschen abgestimmt, alles mit dem Trainer und mit dem Herr Minge, wie wir dort vorgehen werden. Ja, wie gesagt, also der Trainer und der Herr Minge wird das abstimmen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Für mich ist Thema Hansa Rostock bitter. Der Rest wird abgestimmt. Nein, wir müssen ja auch auf die Einladung auch antworten und deswegen werden wir uns gleich noch zusammensetzen. Naja, grundsätzlich stellen wir den Gegner ja immer unserer Mannschaft vor und dort sind auch die einzelnen Charaktere der Spieler auch ein Thema und das kommt sicherlich dann auch zur Sprache, aber dass jetzt drei Schwalben waren, die Info hatte ich nicht, schönen Dank dafür. Ja, ich werde ausweichen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nein, ich bin froh, dass wir die Spiele so, wie wir sie auch begonnen haben, mit den personellen Konsequenzen in den letzten Spielen, dass wir sie so bestritten haben. Das zeigt, dass die Mannschaft breit und gut aufgestellt ist und auf vielen Positionen, dass ich dort mehrere gute Alternativen habe, wie ich es letztendlich Samstag machen werde. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch nicht. Wir haben morgen noch eine wichtige Trainingseinheit, die wir auch absolvieren werden. Ich werde mich sicherlich heute im Laufe des Nachmittags werde ich mich hinsetzen,
Peter kann sich auch noch mal ein paar Gedanken machen, welche Vorschläge er hat. Dann werden wir irgendwann alles zusammenpacken und dann eine Entscheidung treffen. Fakt ist, dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Das ist für einen Trainer eigentlich immer positiv. Ja, aber trotzdem dürfen wir Samstag auch nur mit 11 Mann spielen. Und deswegen muss ich irgendwann eine Entscheidung treffen. Das werde ich auch. Und das ist jetzt auch sicherlich eine schwere Entscheidung, aber nochmal, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die ist mir wesentlich lieber, so eine Situation, als wenn ich jetzt wirklich nur 11 gesunde Spieler hätte oder 11 Spieler, die eine gute Form haben. Also das Problem nehme ich gerne in Kauf. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel in Rostock. Anstoß am Samstag 14 Uhr an der Ostsee. Der Gästeblock öffnet um 12 Uhr. Die Tageskasse am Gästeblock bleibt geschlossen, da der Gästeblock mit 2006 Zuschauern ausverkauft sein wird. Ein Hinweis an unsere Anhänger: Aufgrund der Vorkommnisse im vergangenen November hat der FC Hansa Rostock beschlossen, kein Catering im Gästebereich anzubieten. Das heißt, alle Fans der SGD müssen sich im Vorfeld und nach dem Spiel am Bahnhof oder auf dem Weg dahin verpflegen. Insgesamt rechnet der FC Hansa Rostock mit 20.000 Zuschauern. Der Schiedsrichter steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Unser Nachwuchs spielt wie folgt. Die U19 hat Heimspiel am Samstag 11 Uhr beim Chemnitzer FC im Sportpark Ostra auf Platz 11. Die U17 spielt auswärts Samstag 12 Uhr beim 1. FC Union Berlin. Die U16 hat Heimspiel Samstag 10.45 Uhr gegen den Chemnitzer FC im Sportpark Ostra auf Platz 15. Und die U15 spielt auswärts Samstag 12 Uhr gegen den FC Energie Cottbus Sportplatz am Briograben.